Schönen guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Wir gehen heute in die Werkstatt. Ich natürlich und ihr dürft zuschauen, wenn ihr mögt. Ja, ich habe etwas ganz Spezielles vor. Ganz, ganz, ganz Spezielles. Ich will heute den Core Collector konstruieren. Den Core Collector. Letztendlich eine Aufsammelschale für diese kleinen Zapfen, die mein Aerifizierer aus dem Boden rauszieht. Ihr habt das ja in dem Video hier gesehen, wie ich meine hintere Fläche aerifiziert habe. Und ich laufe mal über diese Cores drüber und die Maschine walzt die auch mit diesen äußeren Rädern immer so ein bisschen platt. Dann ist mal sehr mühsam, die Cores dann alle wieder abzuschieben. Den Boden, der natürlich auch relativ krümelig ist, teilweise dann auch wirklich schön aufzunehmen. Und deswegen wäre es natürlich viel schlauer, diese Zapfen, diese Cores gleich aufzufangen. Und ich versuche heute eine Schale zu konstruieren, die ich dann natürlich auch noch baue aus Alu oder Metall oder Kunststoff, ich weiß noch nicht. Aber erstmal werde ich aus Pappe so ein Modell bauen. Und ja, und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr zuschauen. Viel Spaß mit dem Video. Lieber Rasenfreaks, kurze Zwischenbilanz. Totales Chaos. Ich habe zwischendurch mal die Kamera ausgemacht, weil ich habe jetzt eine Lösung. Die werde ich jetzt nochmal neu aus Pappe bauen. Das zeige ich euch jetzt gleich, aber jetzt räume ich hier erstmal auf. Und dann fange ich nochmal von vorne an. Also, ja, es hat mich einige Stunden gekostet, hier so eine Box zu entwickeln. Und ja, jetzt erkläre ich euch, wie die Idee ist, wie das Konzept ist. Ich habe hier zwei Löcher genutzt, und zwar diese beiden Löcher sind genau im Drehpunkt dieses Bügels. Wenn ich nämlich jetzt die Maschine absenke, so, dann geht dieser Bügel hinten hoch. Mal ganz kurz. Na komm. So. Nochmal den rausnehmen. Dann kann man es am besten demonstrieren. So, genau. So, wenn ich also jetzt hier den absenke, den Aerifizierer, dann geht dieser Bügel hinten ganz stark hoch. Und jetzt bin ich unten. Und wenn ich jetzt wieder anhebe,
um das Aerifizierwerk auszuheben aus der Rasenfläche, dann senkt sich dieser Bügel ab. Nochmal. Dadurch darf natürlich jetzt nicht sich sehr stark dieser Auffangbehälter verschieben. Und deswegen, das war jetzt Zufall, da sind zwei Löcher drin für so einen Gasdruckdämpfer gewesen. Und diese Löcher habe ich jetzt genutzt, um hier so zwei Laschen ranzuschrauben. Und die kann ich jetzt so ganz einfach nach oben werfen. Und dann kann ich diesen Korb entnehmen. Und dann kann ich den eben halt hochnehmen und auskippen. und das ist also die Core Collector Box, die hoffentlich jetzt funktioniert. Da habe ich schon so Ewigkeiten drüber nachgedacht, wie ich mir hier die Arbeit erleichtern kann. Das gibt es natürlich auch im Profibereich. Ne? So ein Toro Pro Core gibt es auch solche Lösungen, um diese Cores gleich aufzusammeln. Der Nachteil ist, dass das natürlich sehr viel ist und wahrscheinlich ich alle paar Meter, das wird sich jetzt zeigen, alle paar Meter die Box ausleeren muss. Das weiß ich noch nicht. Achso, was auch noch dazu kommt, deswegen ist die Box so weit hinten, weil die noch nach hinten ausschwenken. Ich weiß nicht, ob man das sieht jetzt. Die schwenken nach hinten aus. Und wenn die jetzt so ein bisschen rumfedern, dann darf ja auch nicht ein so ein Spoon auf die Box schlagen. Das ist ja fatal. Wenn es Metall ist. Jetzt in Pappe. Deswegen auch genial, in Pappe das erstmal auszuprobieren. Dann passiert natürlich gar nichts. Außer, dass die Pappe kaputt geht. Okay. Ja, die Schrauben lösen sich jetzt. So. Getriebe rein. Ja, das gefällt mir jetzt gar nicht. Aha. Die Box wird durch den Rasen jetzt natürlich noch zusätzlich hochgedrückt. Das habe ich gar nicht berücksichtigt. Ey, so ein Mist. Das heißt, und deswegen ist die jetzt hinten, da liegt jetzt hier schon, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Da liegt jetzt hier hinten schon die Box. Ah, das geht nicht. Da liegt jetzt hier hinten schon die Box. Die liegt, also der Rahmen, also hier hinten liegt jetzt schon der Rahmen auf der Box drauf und drückt die Box vorne hoch. Dann muss er doch innen drin sitzen. Ja, gut, dann ändern wir das mal. Ich kriege ihn auch so gar nicht raus. Also das geht gar nicht. Schade. Okay, wieder in die Werkstatt. Ja, das muss natürlich alles flacher. Ah. Ja gut, aber ich will jetzt erstmal den Core Collector kollektieren. So ist gut. Das hat jetzt auf jeden Fall genug. Jetzt hat er Luft. Gut, die Box ist natürlich im Metall deutlich schwerer. Das, also die sollte doch nicht so leicht sein, die Box. Oh, das sieht aber gut aus.
Jetzt hat er hier genug Luft. Wenn ich runterdrücke, knapp. Das geht aber. Versuch macht klug. Nein. Ist zu leicht. Zu leicht. Das ist nämlich eine Metallplatte, die ich jetzt mal so spontan gefunden habe. Das wird nicht reichen. Grandios. Grandios gescheitert. Grandios gescheitert. Auseinandergerissen. Ja, jetzt. Mann, ey. Hat er sich hochgedrückt? Das passiert natürlich auch in. Boah, jetzt klebe ich es wieder zusammen. Mist! Da sollt ihr rein. Ja, Abbruch. Fortsetzung folgt. Deine wirst du schauen. Oh, nee.